Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Zoo, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht wieder weiter hier in unserem kleinen, aber feinen und wunderbaren Zoo. Wir haben hier natürlich wieder unsere, was war hier los? Wurden die gefüttert? Unsere wunderbaren Wölfe, ja, die sich ja natürlich auch schon vermehrt haben, die hier ein wunderbares Gehege haben, wie ich finde. Ein wunderschönes Wolfsgehege. Es gibt kein besseres Wolfsgehege. Ja, und wenn wir hier rüber schauen, dann, wir machen wieder Pause an, dann sehen wir ein neues Gebiet, ein neues Gehege für unsere Braunbären. Die brauchen ein bisschen mehr Platz und die sollen hier so eine richtig geile Zuschauertrasse kriegen. Besuchertrasse. Nennen wir sie Besuchertrasse, wobei zuschauen tun sie natürlich eigentlich auch. Und das wollen wir jetzt mal gucken, dass wir das in dieser Folge ein bisschen schöner hinkriegen. Das haben wir letztes Mal schon versucht und das ging ordentlich in die Hose. So, also, jetzt also weiter hier. Gucken wir mal. Warum kann ich jetzt hier nicht bauen? Was ist da schon wieder los? So, erstmal das hier an. Klar. Und dann gucken wir mal, dass wir eine bisschen kürzer machen, dass wir hier... Ich will das halt, dass es von beiden Seiten relativ gleich aussieht. Ich frage mich jetzt halt nur, warum es... Na egal, wir gucken mal. So, warte mal. Das reicht erstmal schon. Ich will jetzt gucken, dass wir das einigermaßen gleich... Ich hoffe, ich komme jetzt hier. Warte mal, wir können es direkt testen, glaube ich. Warum ist die jetzt viel höher? Warum ist die überhaupt nicht da dran? Was ist denn hier schon wieder los? Ey, dieses Spiel macht mich manchmal einfach wahnsinnig, wirklich. Ich will hier weiterbauen. Dankeschön. So. Also nochmal das Ganze. Ein bisschen weiter hier weg. Ja, wir müssen sehen, dass wir... Da ist jetzt ein bisschen Platz dann dazwischen. Das macht aber nichts. So, das reicht erstmal schon. Jetzt will ich nur mal gerade gucken, ob ich es hoch machen kann. Wie haben wir das gemacht? So. Kann ich... Kann ich. Sehr gut. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt gucken wir, dass wir das hier auf der anderen Seite natürlich genauso hinbekommen. Die Länge ist gleich. Ist trotzdem nicht ganz auf der gleichen Höhe, ne? Ist nicht auf der gleichen Höhe. Das ist, weil das hier länger ist. Warte mal, da müssen wir nochmal zurück. Die beiden hier müssten auf der gleichen Höhe wirklich sein und sind sie nicht. Der hier ist ein bisschen tiefer. Warte mal, kann ich das auf 1? Ne, 2 ist das kürzeste, okay. Dann machen wir einfach mal den hier auch nochmal weg. Und gucken mal, wenn wir jetzt sagen 6 Meter, wo sind wir dann ungefähr? 6 und 2, vielleicht 8. Nee, das sind 9, Willi. Das sieht schon nicht so schlecht aus. Aber das ist doch das, was vorher war, oder? Das sieht mir fast danach aus. Mach mal 9. Mach mal die 9. Wir hauen mal die 9. Nein, das sind die 10. Die 9. Die 9 hauen wir mal raus. Das sieht gut aus. Wenn wir das jetzt ein bisschen... Ja. Das ist nicht ganz perfekt. Muss man sagen. Aber das passt schon, glaube ich. So, machen wir die 9. Machen wir jetzt wieder die 6 rein. So. Ich meine, es muss ja nicht 100% gleich sein, oder Leute? Das kriegen wir ja wohl hin. Weiß nicht, ob wir da jetzt wieder zu nah dran sind. Aber wir machen den hier nochmal weg. Nee, das sieht ja auch scheiße aus jetzt. Wir den auch nochmal wegmachen. Passt mir noch nicht so ganz. Nein, jetzt hör doch auf. Hör doch auf. Auf 6. Warum ist das so? Ja, so sieht es in Ordnung aus. Ich finde, das geht. Ich finde, so kann man es machen. Okay. Nee, jetzt habe ich einmal zu viel Escape gedrückt. So, machen wir das jetzt mal hoch. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie hoch so Bären springen.
Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass das hier dann nicht gleich ist. Das ist natürlich blöd. Egal, das kriegen wir noch gelöst. Auf 3 Meter, 3,30 Meter in dem Fall, könnte reichen. Ist okay. Lassen wir mal so. Jetzt haben wir hier das Problem, also die sind relativ gleich. Und hier die 9, die muss ich wegmachen wieder. Ich brauche hier die 6. Ich brauche hier die 6. Machen wir mal so. Ja, jetzt haben wir das. Jetzt ist das. Das ist jetzt falsch rum. Also der hier soll gerade sein und der hier soll runtergehen. Aber wie mache ich das denn, dass der jetzt nicht so runtergeht, sondern ihr wisst schon. Wollen wir mal weg? Dann vielleicht. Es. Leute, jetzt ernsthaft. Oh Gott, ist das hier nervig. Ja, so in etwa, oder? Das passt schon, das passt schon. Okay. Das ist natürlich jetzt hier auf der Seite irgendwie wieder mehr. Es gefällt mir doch nicht. Leute. Nein! Nein! Das bleibt so, Freunde. Okay. So, Ende jetzt. Das reicht mir jetzt. Das wird jetzt nicht weiter fokussiert. Wir machen jetzt mal hier. Wir brauchen jetzt mal Bau. Müsste bei Bau sein und dann. Wir haben leider noch nicht so viele Sachen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal improvisieren. Was haben wir hier? Wir haben hier so Holzplanken. Wir haben hier sowas. Nehmen wir erstmal das. Nehmen wir erstmal das. Vielleicht machen wir das dann irgendwann noch schöner. Kann man die. Nein, die kann man nicht drehen. Das heißt, wir lassen sie mal so. So. Aber das ist noch nicht so ganz an dem Raster des Weges. Und das will ich eigentlich schon ausgerichtet haben. Gucken wir uns das hier an. Dass wir das einigermaßen ausrichten. Ja. So. Na, jetzt hat er sich wieder verzogen. Ey, hör doch auf. So noch am ehesten. Okay. Aber jetzt müssen wir gucken, das ist hier ein Weg, hier ein Weg. Dass das erstmal mittig ist. So. Jetzt überlege ich, ob wir hier vielleicht einfach... Wir machen das hier auch nochmal hin. Und dann gibt es hier so einen kleinen Überstand für die Bären. Weil die Leute da nichts sehen, ne? Ne, die müssen wieder weg. Die müssen wieder weg. Und dann müssen wir mal gucken, kann man die Rastergröße, kann man anpassen, das ist gut. Und dann machen wir das nochmal. Und dann aber nicht ganz so weit. Dann machen wir das so. Ist das jetzt, was ist das denn jetzt? Warum ist das denn jetzt höher? Kann ich das jetzt nicht... Alter. Wieso kann ich es nicht da reinbauen? So. Muss ich das gedrückt halten jetzt? Oh Gott. Freunde. Es ist schon irgendwie... Das Bauen hier ist ein bisschen nerviger als bei Planet Coaster, muss ich sagen.
So, okay. Das passt jetzt erstmal. Wenn die Leute da oben draufstehen, können sie ins Gehege gucken. Und das hier müssen wir natürlich jetzt noch schön machen, in der Theorie. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal ums Gehege und nicht um die Leute. Was ich aber noch machen will, ist der Weg. Der kommt nochmal weg. Den will ich hier gerade runterlaufen haben. So. Wobei, wir machen hier eine kleine Kurve rein. So. Okay. Bärengehege, Leute. Jetzt geht's ans Eingemachte. Also, pass mal auf. Wir müssen jetzt mal gucken, wo gehen die Mitarbeiter eigentlich lang? Die, würde ich sagen, haben hier hinten den Eingang, oder? Finde ich schon. Mitarbeiterweg. Welchen haben wir da bis jetzt genommen? Den hier. Dann geht hier einer ab. Und uns geht einer ab. So, hier geht Mitarbeiterweg lang. Und führt dann in das Bärengehege. Da müssen wir jetzt erstmal wahrscheinlich so eine Tür da einbauen. Ne? Warte mal. Hölzern macht hier wenig Sinn in Dingens. Brauchen wir eine Schienenschleuse? Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen nur einen Eingang. Hölzern, Gehegeeingang normal. Kommt jetzt hier hin. Okay. Da einmal den Weg verbinden. Freunde. Ist das falsch rum? Ich habe den falsch rum gebaut, richtig? Ach Gott, Brilli, ey. Ich habe ihn falsch rum gebaut. So ist richtig. Okay, da haben wir den Gehegeeingang. Und jetzt muss ich mal gerade die Nase putzen, sonst kommen wir hier in Teufels Küche. Meine Nase ist nämlich schon wieder zu. Ich bin ein bisschen erkältet, Leute. Falls ihr nur Planet Zoo guckt, ich habe das in anderen Let's Plays auch schon erwähnt. Bisschen erkältet. Hi! Hey, da bin ich wieder. Mit einer geputzten Nase. So, also, Leute, jetzt mal ernsthaft. Braunbären, ne? Was ist los mit den Braunbären? Was wollen die überhaupt? Sollen wir die jetzt erstmal ins Gehege lassen und dann sehen wir das? Oder muss ich das vorher... Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Wir gucken mal gerade. Tiere. Wo sind die denn jetzt? Wir haben Gehege 1 und Gehege 3. Laufende Kosten, okay. Ach Gott, wo sind... Die sind wahrscheinlich hier, ne? In unserer Tierbeaufbewahrung. Da sind sie! Jalita und Embre. Und Embre natürlich hier ein extrem goldener Zeitgenosse. So, warte mal. Also, wie kommt man das jetzt hier? Freilassen, verlegen. In Gehege 3. So, der Versand wird vorbereitet. So, und Jalita verlegen. Ja. In Gehege 3. So, jetzt müssten sie beide ins Gehege kommen. Machen wir mal die Zeit an und schauen uns mal an, ob das auch funktioniert. Da rennt schon jemand los. Ist das jetzt schon für unsere Bären? Momentan, was haben wir eigentlich? 120 Leute im Park. Das wird natürlich mit den Bären, wird das natürlich dann krasser. Sind da die Bären drin? Er hat einen! Er hat einen. Und ab ins Gehege mit ihm. Natürlich, wie gesagt, ne, da ist jetzt noch nichts in dem Gehege. Wir müssen... Wo kommt der Schlafplatz hin? Ich würde sagen, hier. Und ich finde auch Bären, so wie Wölfe eben auch, brauchen einen steinernen Schlafplatz. Eine Höhle. Ja, oder? Eine Höhle. Aber wir könnten jetzt mal ein bisschen vielleicht auch mit dem Terra-Tool noch ein bisschen mehr arbeiten, vielleicht. Gucken wir mal. Dass wir dann hier vielleicht schon mal... Ja, jetzt haben wir wieder das Problem hier mit dem Zaun. Das ist natürlich nervig. Da! Jetzt gucken wir uns erstmal an hier. Oh. Leute, da ist er! Embre dürfte das sein. So, den klicken wir direkt an und gucken das Gehege an. Also, stabiler Rückzugsort hat er nicht. Gelände ist nur 10. Also dem geht's kacke jetzt. Was heißt denn das hier mit dem Gelände? Umgebung, Pflanzen ist noch komplett falsch. Bepflanzung hier. Das ist alles noch nix. Gras lang. Es ist viel zu viel langes Gras. Aber er wetzt hier schon mal rum ordentlich.
und seine Partnerin ist auch schon angekommen. Nee, warte mal, das ist Jalita, richtig? Ja, ja. Das ist Embry hier hinten. Okay. Also, gut, dann machen wir jetzt Pause, nicht, dass die uns hier wegsterben. Wir müssen jetzt das Gehege anpassen, Leute. Es hilft nichts. Also, was machen wir hiermit? Kann ich sagen. Wenn ich jetzt das Gehege hier nochmal aufreiße, was passiert dann? Gar nichts, oder? Das heißt, wir machen jetzt nochmal das Gehege auf. Und zwar ab hier. So. Und machen jetzt hier erstmal den Berg hin. Man kann auch dann wahrscheinlich das Gehege dann entweder müssen wir es um den Berg bauen oder sonstiges. Wir müssen mal gucken. Also hier kommt auf jeden Fall eine Art Höhle hin. Die machen wir natürlich noch schöner mit Steinen dann. Keine Sorge. Glätten, Meißeln auf Oberfläche, auf Fundamenthöhe. Warte mal. Hier soll es schon gerade sein, einigermaßen. Gut. Ich versuche jetzt hier, wie gesagt, diese Höhle irgendwie herzustellen. Ich habe mit dem Terra-Tool tatsächlich noch nicht so häufig gearbeitet. Selbst bei Planet Coaster nicht. Aber lassen wir es erstmal so. So. Ja, das ist doch mal eine feine Höhle hier. Sehr gut. Ich weiß jetzt noch nicht, wie wir das mit dem Zaun machen. Ob der da so steil hoch kann. Keine Ahnung. Ich meine, unser Park heißt Mountain View. Ja, also dass hier auch mal ein paar Mountains wirklich dann auch sind, ist doch wohl einfach nur legitim. So, okay, jetzt müssen wir das hier noch ein bisschen schöner machen. Gib mir mal die 2. Das wird doch mal hier ein bäriger Rückzugsort. Oder? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Soll nicht zu rund überall aussehen. Das sieht ja nicht aus wie eine richtige Höhle dann. Muss schon ein bisschen. So. Bisschen Ecken und Kanten haben das Ganze. Okay. Das sieht jetzt aus, als hätte er irgendwie eine komische Frisur, diese Höhle. Wegen dem Gras da oben. Das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Ganz ein bisschen runter. So. Lassen wir es erstmal so und gucken jetzt erstmal, dass wir vielleicht das Gehege wieder aufbauen. Also die Barriere. Also, machen das mal hier hinten rum. Die sollen natürlich ja auch in die Höhle rein können. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich diesen Berg dann auch besteigen. Keine Ahnung. So, machen wir das mal so. Das hier kommt wieder weg. Okay. Ach, scheiße. Ach, warum sagt mir denn keiner was? Ich muss das doch hier anmachen, Mann. Sieht doch kacke aus sonst.
Bin gespannt, ob die auf diesen Berg dann auch drauf können oder nicht. So, das ist besser. Das kommt weg. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob das denn auch... warte mal. Gib mal was größer, gib mal was stärker. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das auch angenommen wird. Aber zuerst müssen wir jetzt mal hier das Gras kürzen. Die wollen nicht so viel langes Gras, Freunde. Vor allem hier drin, da müssen wir jetzt auch noch dieses Strohzeug reinmachen. So viel langes Gras haben die einfach keinen Bock. So, machen wir das erstmal weg. Und gucken dann mal, wo haben wir denn Gehegezeug? Wir brauchen Schlafplatz mittel, klein, groß. Extra groß. Leute, hier. Hier hinten müssen wir vielleicht dann nochmal... Da geht's zu sehr hoch. Was ist das? Mal nochmal runter. Da wieder mit Gras. Kann man das nicht vorher einstellen? Mit was der das macht? Okay. Müsste eigentlich so hinhauen. Nein. Komm. So, dann nochmal gucken. Gehege. Ja, ich weiß, die Folge ist zu Ende. Wir müssen sie in der nächsten Folge einziehen lassen. Ah, das sieht schon besser aus. Hier... Jetzt mal ein bisschen was hin. So. Okay. Leute, wir machen hier nochmal gerade die Zeit an und gucken mal, ob das Gehege jetzt wenigstens anerkannt ist. Also der Rückzugsort. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Stabiler Rückzugsort, 100%. Also, denen geht es jetzt schon mal ein bisschen besser. Damit kommen wir schon mal weiter. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir, dass wir das Ganze hier schön machen für unsere neuen Bewohner, die braunen Bären. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start und sage tschüss. Macht es gut. Passt auf euch auf. Euer Brilli.